بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نخدم قريش إنك فزختت أنس من الشبن تستمع في محمد صلى الله عليه وسلم زي الدعوة نش فرصة فاضي ولدى في الأرض سهل لبون شخص الله سفر منه قسمة خمسين سجين سجين لمدينة Sie versuchen zuerst das Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Dauer nicht fortzuführen. Das klappt ja nicht. Nachdem sie mit ihm gesprochen haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihnen nicht zugehört. Also versuchen sie was anderes. Und damit auch die Araber, die in die Mekka, nach Mekka kamen, nicht den Islam annehmen, versuchen sie was anderes. Sie gingen zu den Juden in die Madina. Sie zu fragen, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wirklich ein Prophet ist oder nicht. Dann warum die Juden? Weil die Juden in dieser Zeit die Leute der Schrift waren und sie waren besser als die Araber zu jener Zeit. Die Araber waren Götzendiener. Aber die Juden waren die Leute der Schrift und sie hatten Wissen. Von der Tora hatten sie Wissen. Also gingen zwei Männer von Mekka in die Madina. Sie hatten die Aufgabe und den Auftrag, die Gelehrten der Juden zu fragen. Die Mekkaner in Mekka sagten sich, lasst uns die Juden fragen. Wenn sie uns sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam richtig ein Prophet ist, dann suchen wir eine andere Lösung. Aber wenn sie uns sagen, er ist kein Prophet, dann haben wir einen Beweis. Und dann haben wir auch eine Entschuldigung vor den Menschen, vor den Arabern, dass wir nicht an ihn glauben. Also gehen dorthin und suchen uns einen Beweis. Gehen die zwei Männer nach Medina, weil die Juden in Medina leben, nicht in Mekka. Als sie dort ankamen, fragten sie und erzählten den Gelehrten der Juden über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie beschrieben ihn und beschrieben auch, was er sagt und was er verkündet. Und was er spricht, da sagten die Gelehrten der Juden, stellt ihn drei Fragen, wenn er diese drei Fragen beantwortet, dann ist er ein Prophet, so folgt ihm. Aber wenn er die drei Fragen nicht beantwortet, dann ist es kein Prophet. Dann macht mit ihm, was er wollt. Fragt ihn über eine Gruppe von Jugendlichen, die in jener Zeit, in vergangener Zeit gelebt haben. Sie hatten eine wunderschöne Geschichte gehabt. Und fragt ihn über den Mann, der die ganze Welt umkreiste. Und fragt ihn über die Seele. Drei Fragen. Wenn er diese drei Fragen beantwortet, dann ist er ein Prophet. Denn nur ein Prophet kann diese drei Fragen beantworten. Die zwei Männer kamen fröhlich nach Mekka zurück und sagten ihren Volk, wir haben die Lösung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben endlich die Lösung, dass wir dieses Problem beenden. Stellt ihm diese drei Fragen, wenn er sie nicht beantworten kann, dann erzählen wir allen Arabern, dass er ein Lügner ist und keiner glaubt mehr an den Islam. Also gingen sie fröhlich zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und stellten ihm diese drei Fragen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihnen, kommt morgen, sage ich euch die Antwort. Der gesamte Abbas a.s. hatte kein Wissen gehabt. Nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gab.
Aber selbst hat er kein Wissen. Und er spricht auch nicht ohne Wissen. Er spricht nicht von sich aus. Wenn Allah subhanahu ihm das nicht sagt, sagt er nichts. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُهَا. Also sagte der Gesandte Allahs a.s. zu ihm, kommt morgen und ich sage euch die Frage, beantworte euch die Frage. Am nächsten Tag kam Jibril nicht runter mit der Antwort. Am zweiten Tag kam Jibril auch nicht runter. Am dritten Tag kam Jibril auch nicht mit der Antwort. Am vierten Tag kam Jibril auch nicht mit der Antwort. Auch nicht am fünften und sechsten und siebten Tag. 15 lange Tage und Nächte kam keine Antwort von Allah. 15 Tage. Das wollten die Araber. Das ist, was die Araber wollten. Sie wollten, dass er sie nicht beantwortet. Und deswegen freuten sie sich, dass er ihnen die Antwort nicht gab. Und dann fingen sie an, über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu lästern und schlecht zu sprechen und zu sagen, er ist der Prophet, er konnte uns diese drei Fragen nicht beantworten. Er hat zu uns gesagt, kommt morgen, und wir haben schon 15 Tage vorbei, und immer noch hat er uns keine Fragen beantwortet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde sehr, sehr traurig. Er wurde traurig, weil keine Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala kam. Jibril, 15 Tage kam er nicht, und er wurde noch trauriger, weil die Araber über ihn lästerten und sagten, er ist kein wahrer Prophet, er ist ein Lügner. Nach 15 Tagen kam die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. Kam Jibril hinab, nach 15 Tagen erst. Kam Jibril mit der Geschichte von Ahl al-Kahf. Die Leute von in der Höhle, diese Jugendlichen, die sich von ihren Eltern und Verwandten entfernt haben und nur in dieser Höhle 309 Jahre geschlafen haben. Und sie dachten, die schlafen nur einen Tag. Dabei hat Allah subhanahu wa ta'ala sie 309 Jahre schlafen lassen. Ihre Geschichte ist im Koran erwähnt worden, Surat al-Kahf. Und Jibril brachte ihm die zweite Antwort für die zweite Frage über diesen Mann, der die ganze Welt umkreiste. Dhul-Qarnayn. Wa yas'alunaka 'an Dhul-Qarnayn. Und er brachte ihm auch die Antwort für die Seele. Wa yas'alunaka 'an ar-ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Wa ma utitum min al-'ilm illa qalila. Sie fragen dich nach der Seele, sag, die Seele, oder die Seele weiß keiner etwas. Darüber weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und was wir an Wissen bekommen haben, das ist sehr, sehr wenig. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلُ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Also ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit diesen drei Antworten zu den Arabern und berichtete ihnen, was sie wissen wollten. Doch sie haben den Islam nicht angenommen. Sie wollten den Islam nicht annehmen. Sie sind nicht zu den Juden geritten, um eine Lösung zu finden, und wenn er ein Prophet wäre, dann hätten sie den Islam angenommen. Sie haben ja zwischeneinander gesagt, sollte er doch ein Prophet sein, und sollten die Juden sagen, er ist ein Prophet, so werden wir was anderes suchen und ein anderes Thema öffnen. Also haben sie den Islam nicht angenommen. Denn hier stellt sich eine Frage, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala 15 Tage sich Zeit gelassen, und dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht geantwortet. Warum? Als die Araber zu ihm kamen und ihnen diese drei Fragen gestellt haben, sagte der Gesandte Allahs a.s. zu ihnen, kommt morgen. Morgen sage ich euch die Antwort. Aber er sagte nicht, inshallah.
Damit will Allah sagen, dass es liegt nicht in deiner Hand, und gesagt Allahs, sondern es liegt in der Hand Allahs. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Sag nicht, ich mache morgen das und ich mache morgen dorthin, ich hoffe morgen jenes. Sag immer, ich mache später das, inshallah. Weil es liegt in Allahs Hand, es liegt nicht in deiner Hand. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Ihr könnt nicht wollen, außer in Allahs Hand. Das Letzte, es liegt immer in Allahs Hand. Deswegen der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihn Allah s.a.w. 15 Tage Jibril nicht abgesandt. Damit er lernt, dass es liegt nicht in deiner Hand, und gesandt Allahs, es liegt in der Hand Allahs. Der Prophet Muhammad s.a.w. war nicht der Einzige, der in diesen Fehler hineintappte. Es wurde auch berichtet, dass ein anderer Prophet, außer dem Prophet Muhammad s.a.w., das gleiche getan hat. Unser Prophet Suleiman alaihi salam. Suleiman sagte einmal, ich werde diese Nacht mit 100 Frauen schlafen. Und damit jene schwanger wird und ich fi sabilillah einen Mujahid bekomme. Und alle Er sagte, ich werde diese Nacht mit 100 Frauen schlafen und alle sollen schwanger werden und alle diese Kinder werden in den Dschihad ziehen. Da sagte ein Mann neben ihm, oh, Prophet, sag inshallah. Er sagte nicht inshallah. Er lehnte es ab. Aber es ist so sicher. Er lehnte es ab. Er sagte nicht inshallah. Der Gesandte Abbas a.s. sagte, hätte Suleiman inshallah gesagt, so hätte er 100 Kinder alle bekommen, alle würden zu Fisabilillah in den Dschihad ziehen. Doch statt 100 Kinder bekam er nichts. Nur eine bekam er ein Kind, das halbzeitig gelebt war. Aber keine wurden von ihnen schwach, außer ihm. Deswegen, es liegt in Allahs Hand. Es liegt in Allahs Hand, nicht in den Händen der Menschen, auch nicht in den Händen des Propheten oder Gesandten oder Engel. In Allahs Hand. Schaut euch mal die Geschichte von Suleiman a.s. an. Suleiman hatte mehr als 100 Frauen. Das steht sogar in der Tora, dass er mehr als 100 Frauen hat. Und die Leute zerfressen sich oder reißen sich ihren Mund über unseren Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil er 9 Frauen hat. Wir sagen nicht, dass sie über den Propheten Suleiman reden sollen. Nein, das dürfen sie auch nicht. Es ist unser Prophet alaihi salam. Suleiman ist auch unser Prophet alaihi salam. Aber wir sagen, schaut euch, wie die Waagschale bei ihnen ist. Weil es ihr Prophet ist, sagen sie nichts, aber weil es unser Prophet ist, sagen sie, ja, er hatte viele Frauen. Doch alle Propheten hatten viele Frauen. Sagen uns alle Propheten, der keine Propheten hatte, keine Frauen hatte. Dawud hatte viele Frauen, Suleiman hatte viele Frauen, alle hatten viele Frauen. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war nicht der Einzige. Deswegen, das zeigt uns nur, wie man versucht, den Islam immer darzustellen, auch wenn man ungerecht ist. Also die Mekkaner konnten nicht Muhammad sallallahu alaihi wa sallam davon abbringen, die Dawa, den Islam zu verkünden, konnten sie nicht. Deswegen waren sie bei den Juden, um Unterstützung zu bekommen. Und deswegen versuchen sie dann, Als sie gemerkt haben, sie sind gescheitert, was machten sie? Die Araber, die nach Mekka kamen, die Araber in Mekka wollten nicht, dass die Araber, die nach Mekka kamen, den Islam annehmen. Warum? Weil würden die Araber, die nach Mekka kommen, den Islam annehmen, so würden sie
ihre Position verlieren, dann werden sie nicht mehr in einer Position, wo sie Gesetze erteilen können, wo sie profitieren von Geld, von Macht und, und. Weil dann die Menschen an den Islam glauben, nicht mehr an ihre Götze. Deswegen haben sie alles versucht, damit die Leute, die Araber, nicht an den Islam glauben. Und gerade die Leute, die nicht in Mekka gewohnt haben, wenn die Araber nach Mekka kamen, um eine Pilgerfahrt zu verrichten, versuchten sie, sich vom Islam zu entfernen. Ein Mann namens Ufayl bin Amr, er sagt, ich ging nach Mekka, als ich in Mekka ankam, und ich war ein Dichter. Er war ein Dichter. Und er war in seinem Stamm ein Anführer. Er war ein Anführer seines Stammes oder in seinem Stamm. Er hatte zu sagen. Und er kannte die arabische Sprache sehr gut. Er sagte, als ich in Mekka ankam, kamen die Mekkaner zu mir und fingen an, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlecht zu reden. Sie sagten, wir wissen, du bist ein Dichter, du bist ein Anführer in deiner Stadt, in deinem Stamm, du kennst die arabische Sprache sehr gut, aber wir warnen dich vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten nicht Prophet, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Sie sagten Muhammad. Wir waren nicht mit Muhammad. Er ist ein Zauberer. Denn er kam mit einer Religion, die zwischen das ganze Volk oder das ganze Volk auseinanderbrachte. Das ist Zauberei. Und er konnte es, dass der Mann sich von seiner Frau trennte. Und er konnte es schaffen, dass der Junge sich von seinem Vater trennte. Und der Bruder von seinem Bruder, das ist Zauberei. Wir warnen dich von ihm. Höre nicht seinen Koran. Höre nicht seine Worte. Abdu'l-Fayl sagte, sie haben so lange auf mich eingeredet, bis sie mich überzeugt haben. Und dann sagte ich, ich schwöre bei Allah, ich werde nicht Muhammads Worte hören. Und wenn ich in die Moschee gehe, dann werde ich Watt in meine Ohren stecken, damit ich nicht seine Worte höre. Also sagte er, aber Allah wollte unbedingt, dass ich seine Worte höre. Allah wollte unbedingt, dass ich seine Worte höre. Ich ging in die Moschee und hatte Watte in meinen Ohren. Und ich sah Muhammad neben der Kaaba stehen und er betete. Ich ging neben ihm und stellte mich neben ihm hin. Und Allah wollte, dass ich die Worte Muhammads höre. Und da hörte ich, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitierte. Aber ich hörte nur Gutes. Ich hörte nur Gutes. Dann sagte ich zu mir, du bist doch ein erwachsener Mann. Und du bist nicht dumm. Du kannst nicht gut und schlecht unterscheiden. Du bist ein Dichter und du beherrschst die arabische Sprache sehr gut. Warum hörst du nicht die Worte Muhammad? Und wenn er etwas Gutes sagt, nimmst du an. Und wenn er etwas Schlechtes sagt, dann sagst du, nein, das nehme ich nicht an. Was machte dieser Mann? Er wartete, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus der Moschee rausging. Und er rannte, dann lief er hinter dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam her. Er lief hinter ihm her, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seine Wohnung reinging. Also ging er auch hinterher. Er klopfte an der Tür und ging auch rein. Er wollte nicht mit dem Prophet Muhammad in der Moschee mit ihm reden. Wollte er nicht. Warum? Weil er den Amerikanern ein Wort gab. Er sagte zu ihnen, ich werde nicht mit ihm reden und ich werde nicht mit seinen Wörtern hören. Und wenn er dachte, ich sollte nicht den Islam annehmen, möchte ich mich deswegen umbringen. Deswegen lief er nach hinter dem Prophet Muhammad und ging in seine Wohnung rein. Da sagte er zu Prophet Muhammad, O Muhammad, als ich herkam, sagten mir die Mekkaner dies und jenes über dich. Und sie warnten mich von dir. Und ich sollte deine Worte nicht hören. Und, aber ich habe nur Gutes gehört von dir, was du rezitiert hast, als du gebetet hast. Sag mir etwas über den Islam. Erzähl mir etwas über den Islam.
Vers aus dem Koran gelesen. Er nahm sofort den Islam. Er nahm sofort den Islam an. Dann sagte er, schau mal, was sein Anliegen war, nachdem er Muslim geworden ist. Was das Wichtigste bei ihm war. Da sagte er, ich gehe zu meinem Stamm zurück und ich bin ein Anführer in meinem Stamm und mir wird auch gehorcht. Bitte Allah darum, dass ich es schaffe, meinen Stamm recht zu leiten. Schon gerade in den Islam eingetreten und schon macht er sich Gedanken, wie kann ich mein Stamm aus dem Feuer retten? Wie kann ich meine Eltern aus dem Feuer retten? Wie Leute, die ich liebe, aus dem Feuer retten? Er machte sich sofort Gedanken über die Dawa. Da sagt er zu Muhammad sallallahu bitte Allah darum, dass er mir ein Wunder gibt, damit mein Stamm das sieht und den Islam annimmt. Da sagte der Gesandte Allahs, das mache ich. Er machte für ihn Mitgebet. Und Allah subhanahu hat sein Mitgebet erhöht. Als dieser Mann zurückging zu seinem Stamm, als er sehr nahe an seinem Stamm war, nicht mehr weit entfernt, bekam er, Allah subhanahu hat das Mitgebet vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhöht, dass er ihm ein Wunder geben soll, damit sein Stamm das sieht. Also bekam er Licht zwischen seine Augen. Zwischen seine Augen. Ein Licht, das man sehr weit und weit sieht in der Dunkelheit. Das heißt, wenn du sehr weit wärst, dann würdest du Licht sehen, das alleine schwebt in der Luft. Das hat richtig geleuchtet. Da sagte er, oh Allah, bitte nicht in mein Gesicht. Woanders, aber nicht in mein Gesicht, damit mein Volk nicht denkt, das ist eine Strafe von ihren Göttern, weil ich ihre Religion verlassen habe. Und er hatte einen Stock in der Hand. Da machte Allah subhanahu wa ta'ala das Licht auf der Spitze dieses Stocks. Also ging er in seinen Stamm. Als er in seinen Stamm ankam und sein Vater ihn umarmen wollte, da sagte er zu ihm, geh weg von mir! Du gehörst nicht zu mir und ich gehöre nicht zu dir. Da sagte er seinem Vater, Sohn, was ist los? Was ist mit dir los? Da sagte er, ich habe den Islam angenommen. Ich folge der Religion von Muhammad a.s. Da sagte sein Vater, subhanallah, Allah subhanallah hat ihn sofort recht gelegt. Da sagte sein Vater, deine Religion ist dir auch meine. Deine Religion ist mir auch meine, ich glaube was du jetzt. Und nahm auch seine Mutter nach dem Islam an. Und seine Frau und seine Kinder nahm den Islam an. Aber als er sein Volk zum Islam aufrief, haben sie das nicht angenommen. Obwohl sie auch das Wunder gesehen haben, sein Stock, aber sie wollten den Islam nicht annehmen. Was macht er, dieser Mann, Al-Tufayl? Er ging zurück zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, o Gesandter Allahs, mein Volk, sind der Unzucht und Zinsen verfallen. Mein Volk sind der Unzucht und Zinsen verfallen. So bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, sie zu vernichten. Sie wollten nicht den Islam. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, sie zu vernichten, wenn sie nicht den Islam wollen. Sie wollten lieber als Kuffar leben. Und die Weggefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam saßen neben ihm. Sie saßen neben ihm und Prophet Muhammad alles abgehört. Da stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf. Und richtete sich Richtung die Kaaba. Und hob seine Hände hoch. Da sagten die Weggefährten, Daus wird vernichtet. Also der Stamm heißt Daus. Daus wird vernichtet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht jetzt Mitgebet gegen sie, er wird sie vernichten. Da hört der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände hoch und sagt, oh Allah, leite das Recht. Er hat nicht gegen sie Mitgebet vernichtet, sondern für sie. Er sagt, oh Allah, leite sie Recht und bring sie zu mir nach Mekka, um mich zu huldigen. Dann sagt er zu ihm, zu diesem Mann, geh zurück zu deinem Volk.
zu seinem Volk, dann nahmen sie alle den Islam an und kamen in die Medina und haben den Prophet Muhammad gehuldigt. Der Prophet Muhammad konnte sie mit einem Gebet vielleicht vernichten, aber statt, das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war, die Menschen zu retten. Deswegen sagt er, Allah, bitte das Recht, leite sie recht. Leite sie recht. Das war das Anliegen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er mochte es nicht, dass wir streng zu den Menschen sehen. Deswegen sagt er nach der Nacht zu ihm, geh zu deinem Volk zurück und sei barmherzig mit ihnen, nicht so streng. Als er das erste Mal bei seinem Volk war, sagte er sofort zu seinem Vater, geh weg von mir. Diese Strenge, das ist nicht vom Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war genau das Gegenteil. Heutzutage siehst du Menschen, gerade Muslime, wenn sie einen Muslim sehen, er macht Sünde, sie wollen ihn zu verfluchen. Denn so war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war er nicht. Wenn sie einen Muslim sehen, er macht Fehler, statt ihn aufzuheben, ihn zu helfen, sich das erreicht helfen will. Lassen sie ihn und trampeln noch auf ihn los. Und wenn sie einen Ungläubigen sehen, fangen sie an, über ihn Bittgebete zu machen. Möge Allah dich verfluchen und dies und jenes. So war nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet alaihi wasallam war barmherzig mit den Menschen. Nicht nur mit den Muslimen war er barmherzig, aber barmherzig sogar mit den Nicht-Muslimen. Wie oft hat er Bittgebete für Nicht-Muslime gemacht? Wie oft hat er Nicht-Muslime geholfen? Finanziell und nicht finanziell. Das ist die Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer nach der Sünde leben möchte, nach der Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heißt nicht nur, ich lasse meinen Bart wachsen und kürze meine Abaya und nehme ein Sawat in der Hand und sage, ich jetzt lebe ich nach der Sünde. Das ist nur die äußerliche Sünde. Die innerliche Sünde bei Allah ist viel, viel, viel wert. Wert und hat mehr Wert und mehr. Und die ist gewaltiger bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man das innerliche verinnerlicht, wie der Prophet alaihi wasallam war. Äußerlich, das ist nur äußerlich. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala will, ist, dass wir innerlich rein sind. Das Gute für die anderen wünschen, das Gute für die anderen lieben, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns möchte. Und wenn du jemanden hier siehst, ist der Sündenverfallen, sei barmherzig mit ihm. Wie ein Arzt, der seine Patienten barmherzig behandelt, so musst du als auch barmherzig mit den Menschen umgehen. Wie viele sehen wir, sie haben langen Bart, kurze Abaya, haben Siwak in der Hand, laufen auf der Straße, denkst du, MashaAllah, das ist der Islam persönlich, aber wenn du ihn und mehr kennenlernst, ist das der Islam? Sind sie missgünstig? Sind sie beneiden die anderen? Sie hassen die Menschen? Und volle Herzen mit verschiedenen Krankheiten gefüllt. Äußerlich islamisch, aber innerlich, Allahu Akbar, hat das gar nichts mehr zu tun. Das ist nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist nicht die Sünde des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Am Tag des Gerichts nützt dir weder Geld noch Kinder, außer wer ein reines Herz in dir hat. Der hat davon einen Nutzen am Tag des Gerichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verschenken. Machen wir schon mal eine kleine Fragerunde auf, falls da Fragen sind. So. Ja, bitte. Vielen Dank. Also,